Hallo meine Freunde, mein Name ist Thomas Gerdon und willkommen zurück zu Mario Kart Themenrunde Deluxe am Sonntag, weil ich momentan am Vorproduzieren bin und es läuft super. Also ich kann mich, beschweren kann man sich dort eher weniger. Ich gebe dem Spiel 7 von 10 Punkten. Nein, Spaß beiseite, ich bin momentan sehr fleißig am Vorproduzieren. Ich habe es ja schon mehrmals erwähnt. Bei mir hat diese Woche wieder die Schule begonnen in NRW und diesbezüglich habe ich gemerkt, in der Woche wird das gar nichts mehr. Weil ich sehr häufig sehr erschöpft bin nach der Schule. Hat auch den Grund, weil ich meistens erst um frühestens 5 Uhr zu Hause bin und dann noch Hausaufgaben etc. machen kann. Deswegen muss ich am Wochenende immer richtig durchpumpen. Klappte heute einigermaßen gut. Lass mich nicht lügen, ich glaube, das ist das vierte Video momentan. Wobei ich heute auch nicht so viel Zeit hatte zum Aufnehmen. Morgen am Sonntag werde ich nochmal den Tag richtig nutzen. Zum Stream, Aufnehmen, Schneiden, Rendern und whatever hochladen. Das wird cool, ja. Das war eigentlich das, was ich so ansprechen wollte. Bezüglich des Streams hatte ich in Splatoon, glaube ich, mal erwähnt. Ich habe vor ein paar Wochen immer wieder mal freitags gestreamt gehabt. Das haben viele mal mitbekommen. Also freitags war so halb ein fester Streamtag. Inzwischen mache ich ja häufiger mal so spontan Streams, weil das einfach sinnvoller ist, als einen festen Streamtag zu haben, wo ich sowieso nicht weiß, ob ich im Endeffekt an diesem Tag wirklich streamen kann. Deswegen versuche ich mal, Sonntagmorgens jetzt immer festzulegen. Ich denke mal, ich entscheide heute Abend, wann genau ich morgen früh, aka Vormittag, streamen will. Ich denke mal, das dürfte ab 11, 12 Uhr der Fall sein, dass wir 1-2 Stunden streamen. Und ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich hoffe es zumindest, wegen morgen ist ja, beziehungsweise momentan. Ne, wenn das Video rauskommt, ist das Splatoon Splatfest sowieso vorbei. Aber wenn wir streamen, dürfte das ja noch ein bisschen laufen und das wollte ich halt so ein bisschen streamen. Dürfte, glaube ich, ein entspannender Sonntagmorgen-Stream sein. Ich bin gespannt, wie wir dabei sein werden. Ob wir eine Frühaufsteher-Community sind oder eher Langschläfer, wie ich im Normalfall. Aber das werden wir dann alles sehen. Boah, Mario, ne? Geh weg mit deiner hässlichen Greede! Alter, ich hasse dieses Spiel so abgrundtief, ne? Na egal, ich will mich da nicht beschweren. So, Freunde, jetzt kommen wir zu dem Thema der heutigen Folge. Ist ein recht aktuelles Thema, was zumindest auf Twitter eine große Runde gemacht hat, wie Formel 1 Piloten. Joa. Generell, die Fragestellung, womit wir uns heute beschäftigen, wird sein. Geht YouTube den Bach runter? Da gibt's momentan ja einige Punkte, wo man, wenn man die ganze Situation so ein bisschen beobachtet, dafür sprechen. Fangen wir erstmal generell mit YouTube an. Dann kannst du YouTube sagen, YouTube ist die größte Videoplattform der Welt. Da gibt's nichts, was annähernd so groß ist. In Deutschland zum Beispiel Clipfish. Ich glaube, das ist eine deutsche Firma, Clipfish, oder? Ich weiß es nicht, aber dadurch, dass da immer DSDS-Videos damals liefen in der Werbung, meine ich, dass das doch ausschließlich deutsch ist. YouTube ist ja international. Kann man sagen, YouTube ist eigentlich bei weitem mit großem Abstand die größte Videoplattform der Welt. Also mir wird bei weitem jetzt so spontan keine Videoplattform einfallen, die annähernd so groß wäre wie YouTube. Deswegen kann man, glaube ich, erstmal diese These aufstellen. YouTube gehört auch inzwischen Google. Ich weiß nicht, wann das war, aber ich glaube, ich habe das noch mitbekommen. Boah, Alter, ich hasse dieses Spiel. Ich habe das noch mitbekommen. Ich mache seit dem 31.10.2014 YouTube und da hat sich natürlich auch einiges verändert in diesen fast knapp drei Jahren. Gut Deutsch. Und ich meine, dass in dieser Zeit Google YouTube gekauft hat. Aber wenn ich mich irren sollte, beziehungsweise irgendwelche falschen Informationen in die Welt hineinbringen sollte, verbessert mich da bitte. Aber ich meine, das war 2015, 2014. Da war irgendwas mit der Glocke anders. Und deswegen habe ich mich damals mega aufgeregt. Aber ich meine, ich habe das damals schon mitbekommen. Auf jeden Fall gehört YouTube Google. Das kann man generell so sagen. Jetzt so, mit der These. Warum YouTube den Bach untergeht? Wie komme ich überhaupt darauf? Wenn man so ein bisschen auf Twitter oder generell auf YouTube unterwegs ist, hat man gemerkt, dass sehr viele YouTuber momentan sich drüber beschweren. Über diese Plattform. Aber nur wegen einem hauptsächlichen Punkt. Und zwar der Monetarisierung der Videos. Monetarisierung der Videos, für die, die diesen Begriff nicht kennen. Aber ich denke mal, inzwischen dürfte diesen Begriff schon jeder auf diesem Planeten einmal gehört haben. Wenn man Videos monetarisiert, schaltet man Werbung ein. Diese Werbung ist dafür da, dass der YouTuber an seinen Videos Geld verdient. Wobei natürlich vor Videos auch Werbung eingeschaltet werden kann, wo der YouTuber nichts verdient. Wie zum Beispiel hier bei Mario Kart kann es sein, dass Werbung vor den Videos kommt.
wo ich aber nichts verdiene, weil Mario Kart Videos immer wieder geclaimed werden. Geclaimed heißt, ich kann das Video ohne Probleme hochladen, aber ich verdiene kein Geld dran, aber es wird trotzdem Werbung davor gezeigt, was ich nicht bekomme, sondern das geht direkt an Nintendo. Weil Nintendo viel Geld braucht anscheinend. Und das kann man erstmal so an Monetarisierung generell so erklären. Und wenn man dieses Jahr so ein bisschen auf dieser Plattform unterwegs war, hat man gemerkt, dass dieses Jahr einige Probleme aufkamen bezüglich des Geldes. Viele YouTuber haben ja bereits vor einigen Monaten immer solche Videos gemacht. Mein Kanal geht unter, Mama. YouTube macht meinen Kanal kaputt, Mama. Und dies, das. Weil momentan viele Änderungen auf dieser Plattform stattfinden bezüglich des Algorithmus und bezüglich der Werbung. Viele haben das bestimmt mitbekommen. Dieses Jahr gab es das Problem, dass die YouTube-Einnahmen hart gesunken sind, kann man so sagen. Ich habe nichts davon gemerkt, weil ich sowieso nur einige Euros davon bekomme und diese einigen Euros, davon zahle ich mir maximal den Versand, wenn ich irgendwas bestelle. Mich stört das jetzt nicht persönlich, beziehungsweise nicht großartig. Aber viele, die vor allem durch YouTube leben, beziehungsweise von YouTube leben, haben natürlich einige Videos drüber rausgebracht, dass momentan viele Probleme diesbezüglich da sind. Der Grund dafür liegt, beziehungsweise der Grund ist, dass die Werbepartner, also sprich die Werbung, die ihr von den Videos seht, dieses Jahr gesagt haben, okay, wir möchten nicht mehr, dass unsere Werbung zum Beispiel vor diesen und diesen Videos läuft. Und deswegen muss einiges umgestellt werden in diesem Jahr. Vor allem gab es dieses Jahr die Änderung, dass Videos bzw. Kanäle erst YouTube-Partner werden können und dass Videos erst monetarisiert werden können, wenn dieser YouTube-Channel erst 10.000 Views geknackt hat. Vorher geht das nicht, und wir sind ja auch weit drüber, ich glaube 250.000 ungefähr haben wir. Wow, dankeschön. Bomb, bomb. Ich gebe dir gleich ein Bomb, bomb in dein Gesicht, du Bomb, bomb. Und das war eine große Änderung, die man dieses Jahr mitbekommen hat. Hat viele kleinere Kanäle nur betroffen, weil es doch einige Videos auf YouTube gab, auf dieser Plattform, die wiederum Hetze betrieben haben oder sonstige Dinge hatten, die beziehungsweise wo dann im Endeffekt davor Werbung lief, wo dann wie gesagt dieses Jahr einige Partner gesagt haben, nope, das wollen wir nicht mehr, und deswegen finden gerade momentan so krasse Änderungen statt, weil die Werbepartner wiederum ein bisschen gestreikt haben. Beziehungsweise ein paar Einwände hineingeworfen haben. Viele Videos, also das Problem momentan an YouTube ist, dass viele Videos momentan als werbeunfreundlich eingestuft werden. Die entweder, ich bin mir gerade nicht sicher, welche Kategorien das waren, alles waren, aber Horror-Let's Plays, zum Beispiel alle meine Horror-Let's Plays wurden entmonetarisiert, habe ich die Nachricht bekommen. Videos, wo über Politik gesprochen wird oder sonst knifflige Themen, werden auch entmonetarisiert, beziehungsweise als werbeunfreundlich eingestuft. Welche Kategorien dann noch dazugehören, weiß ich gerade nicht. Aber ich glaube mal, ihr erkennt, in welche Richtung das einigermaßen geht. Ich glaube, Dinge wie Hetze werden auch als werbeunfreundlich eingestuft. Also schon einige Videos. Und da beschweren sich momentan immer sehr viele auf Twitter, habe ich so immer am Rande mitbekommen. Ich bin ja relativ aktiv auf Twitter. Ist das soziale Netzwerk, wo ich momentan am aktivsten drauf bin. Deswegen lasst mir da ein Abo da. Beziehungsweise ein Follow. aktiver als auf Instagram. Ich war mal auf Instagram aktiver, aber inzwischen nicht mehr. Und da beschweren sich sehr viele. Und momentan ist so eine Videoplattform aufgetreten, von der ich zum allerersten Mal gehört habe, wo gerade irgendwie jeder drauf geht, wo ich nicht verstehe, warum. Warum? Viet.me. Viet. Ja, Viet.me, ja. Halt Viet, beziehungsweise wie Video. Nur, dass man in diesem Fall EO hinten weghängen plus vor allem .me, also me. Sehr viele sind momentan nicht am Wechseln, aber stellen sich einen Account, laden da Videos hoch, weil das eine Videoplattform ist. Ich glaube, die ist noch nicht alt. Also das würde mich echt wundern, wenn die alt wäre. Die ist relativ neu und damit kann man halt relativ gut Geld verdienen, habe ich so am Rande mitbekommen. Und deswegen laden momentan einige Videos dort hoch, stellen sich dort Kanäle etc., aber ich habe momentan noch nicht das Interesse, darüber zu gehen. Ich habe mir ehrlich gesagt den Namen schon mal gesaved, weil man dort anscheinend nur einmal jeden Namen nennen kann. Also Tomageddon ist schon gesaved, weil vor allem damals, als ich Pokémon Go installiert hatte, hat sich irgendwer schon Tomageddon genannt. Ich habe mich so hart verarscht gefühlt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Vor allem bevor das Spiel schon rauskam. Das war die größte Verarsche. Aber gut, deswegen habe ich mir hier schon mal so den Namen gesaved.
Deswegen kann man momentan die These aufstellen, dass YouTube den Bach runtergeht. So, jetzt kommt meine Meinung dazu, warum ich denke, dass YouTube nicht den Bach runtergehen wird, wie, da fällt mir leider kein Vergleich ein. Es gibt verschiedene Gründe. Erstmal ist der eine Grund, YouTube ist die größte Videoplattform der Welt, der größte Konzern der Welt. Und ich denke mal, dass vor allem Google momentan nicht so lange zusehen wird, wie diese Plattform so langsam aber sicher den Bach runtergeht, beziehungsweise viele Video-Creator verlieren wird. Ich denke mal, dass, dass YouTube in nächster Zeit mal einschreiten wird. Erste größere YouTuber haben ja auch bereits ein Video darüber gemacht, zum Beispiel LeFloid. Habe ich auch so am Rande mitbekommen, ist ein YouTuber, den ich nicht verfolge. Aber er hat zum Beispiel gesagt, dass er jetzt kein Geld mehr mit YouTube verdienen wird. Wo ich persönlich sagen muss, es ist eine fragwürdige Aussage. Aber man muss schon sagen, sein Kanal besteht ja rein aus Politik. Er beschäftigt sich mit politischen Themen, ist so gesehen ein News-Kanal für die Jugend. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass viele Videos von ihm entmonetarisiert worden sind, aber bei weitem nicht alle. Da kann mir keiner was vorspielen, aber da werden noch viele Videos monetarisiert sein. Aber ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, dass einige Videos nicht mehr monetarisiert sind. Und deswegen denke ich mal, dass YouTube früher oder später mal eingreifen wird. Vor allem, warum YouTube nicht den Bach untergehen wird. Momentan sind ja nur wirklich die Nutzer bzw. Video-Creator von diesem ganzen Trulala betroffen. Die Konsumenten, also ihr gerade, die Zuschauer, ihr spürt ja nichts davon. Die Videos werden weiter produziert und ob der YouTuber jetzt mehr oder weniger Geld bekommt, das ist im Endeffekt ja, davon spürt ihr ja nichts. Und deswegen ist das auch nochmal eine weitere These, warum solche Videoplattformen wie allein der Name ist schon, warum solche Plattformen wahrscheinlich keinen Durchbruch in nächster Zeit erlangen werden. Und ja, wie gesagt, die Konsumenten sind ja immer noch das, was an oberster Stelle steht, wie Merz sagen würde mit seiner AMK-Army und seinem Album Kunde ist König, ne? Das ist das gleiche Beispiel ungefähr, so vom Spruch her. Und deswegen würde ich persönlich sagen, YouTube wird nicht den Bach runtergehen. Zumindest nicht dieses Jahr und auch nächstes Jahr und auch nicht übernächstes Jahr. Momentan sind ja, wie gesagt, viele Veränderungen am Werkeln mit dem Algorithmus etc. Oh, was war das für eine sexy Drehung? Vor allem momentan, das YouTube-Design wurde geändert, wo auch sich sehr viele beschwert haben. Aber das Ding ist halt, sobald Veränderungen stattfinden, ist das Mimimi sehr laut. Man kann das Mimimi aus 500 Kilometern von jedem hören. Ich höre gerade mindestens 2000 Mimimis und deswegen muss ich immer so laut in den Videos reden, weil ich mich sonst nicht verstehen würde, weil die Mimimis zu groß werden. Wie gesagt, halt das Design momentan ist auch am Ändern. Ich bin auch nicht so der Fan vom neuen Design, aber muss man sich halt gewöhnen. Also, wenn ich mich die ganze Zeit darüber beschwere, es bringt ja nichts. Das alte Design, Alter, ich hasse dieses Spiel so abgrundtief. Das alte Design wird wahrscheinlich nicht zurückkommen, denke ich mal. Und deswegen sollte man sich nicht großartig darüber beschweren. Aber das neue YouTube-Logo, das sieht cool aus, finde ich persönlich. Aber gut, das waren jetzt erstmal so die ersten Dinge, die ich ganz gerne zu diesem Thema ansprechen würde. Aber ich habe noch einige Dinge. Erstmal schöne Grüße an jeden, der jetzt nachgejoint ist in der Lobby. Ich glaube, diese momentane Situation sollte auch viele YouTuber mal zu denken geben. Klar, es ist cool, wenn man mit seinem Hobby Geld verdienen kann, wenn man mit seinem Hobby so gesehen einen Job gemacht hat. Das ist das Optimalste, was man machen kann. Aber YouTube ist eine sehr unsichere Plattform, sprich ein sehr unsicherer Beruf, den man momentan hat. Und deswegen finde ich einfach, wie gesagt, das sollte jedem Einzelnen, der davon lebt, mal zu denken geben, wie das Ganze aussehen kann. Natürlich muss man sagen, YouTube ist ein Beruf, wo man halt selbstständig ist. Selbstständige Berufe sind immer ein hohes Risiko, weil man für sich selber sorgen muss. Man muss selber sein Geld verdienen und ja, das ist halt das große Risiko. Wenn es mal nicht läuft, bekommt man weniger Geld und mit dem Urlaub etc. ist das Ganze auch nochmal anders. Steuern sind dann nochmal anders als im normalen Beruf. Das ist einiges anders, wenn man selbstständig ist. Und deswegen sollte man da nicht großartig differenzieren, dass YouTube als Beispiel jetzt
ein sehr unsicherer Beruf ist, im Gegensatz, als wenn man ein eigenes Geschäft hätte. Man kann wirklich seinen eigenen YouTube-Kanal als eigenes Geschäft betiteln, weil man in der Theorie selber dafür verantwortlich ist, ob der Kanal großartig wachsen kann. Man muss natürlich einiges dafür machen, dass der Kanal wächst, beziehungsweise auch läuft. Ist halt wie bei einem Geschäft. Man muss sich immer wieder neue Dinge überlegen. Okay, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass mein Geschäft läuft oder auch wächst, je nachdem. Und deswegen sollte man da auf jeden Fall differenzieren. Aber man sollte natürlich sich auch ein Standbein irgendwie aufbauen. YouTube-Reichweite, damit kann man einiges erreichen. Vor allem, was wir zum Beispiel vorhaben mit unserem Horrorspiel, dass wir es hier somit ein bisschen vermarkten. Ich habe ja auch einige YouTube-Kollegen, die das Ganze dann spielen werden, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und dementsprechend wird das ganze Spiel auch über YouTube vermarktet, das, was wir gerade machen, unser Horrorspiel Go Home. Und es haben auch viele Interesse. Alter, ich fahre gerade so schlecht. Und deswegen ist das ein Beispiel dafür, dass... Oh Gott. Dass YouTube auch gute Seiten hat und dass man die Reichweite sinnvoll nutzen kann. Und ja, ich glaube, das war jetzt mal mein Thema zu diesem Statement, beziehungsweise zu dieser These, die wir aufgestellt haben. Raupe TG können wir da nicht mehr überholen. Sehr schön. Schöne Grüße auch an dich. Freunde, eure Meinung zu diesem Thema würde mich auf jeden Fall interessieren. Deswegen ab in die Kommentarsession damit. Mal gucken, wie viele Meinungen wir hier rausholen können. Eventuell von dem einen oder anderen YouTubern, der jetzt zuschaut, oder von generellen Zuschauern. Eure Meinung dazu, wie lange wird YouTube noch überleben? Sagt ihr, YouTube wird in nächster Zeit aussterben, oder sagt ihr, okay, das wird noch lange sein, dass meine Theorien bzw. meine Gedankengänge einigermaßen schlüssig sind. Freunde, danke fürs Zuschauen. Themenvorschläge immer wieder gerne unten in die Kommentare mit hinein. Und ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye, bye.